Hallo, ich bin Alexander. Willkommen bei Abenteuer Naturfotografie. Habe ich bereits über die X-T3, dem Fuji 100-400er und dem 18-55mm Objektiv meine ersten Eindrücke und Erfahrungen berichtet, ist nun das Fuji Objektiv 50-140mm 2,8 an der Reihe. Jeder Fotograf, der was auf sich hält, hat mindestens eine lichtstarke Brennweite in seinem Objektivpark. So auch ich. Daher habe ich mir auch das Fuji 50-140mm mit einer Anfangsblende von 2,8 zugelegt. Im Kleinbildformat hat man dann an der X-T3 75-210mm und mit einer Lichtstärke von 2,8. Da ich sehr gute Erfahrungen auch mit 2,8er Objektiven von Canon und von Sigma gemacht habe, habe ich mir dann natürlich auch das Fuji zugelegt. Und hier für euch einmal die technischen Daten von diesem Objektiv. Zur Bildqualität des Objektivs muss ich sagen, ich habe es mir sehr gewünscht und darauf gehofft und ich wurde nicht enttäuscht. Selbst bei Offenblende von 2,8 ist die Qualität schon hervorragend. Blende ich jetzt, wie bei vielen anderen Objektiven auch, ein bis zwei Blenden ab, ist es allen anderen Objektiven in derselben Brennweiten- und Lichtstärkenklasse absolut ebenbürtig. Aber auch, wie ich gerade gesagt habe, schon bei Offenblende von 2,8. Ich habe mir mal die Mühe gemacht in den letzten Tagen und in meinem Archiv Fotos herausgesucht, die ich mit einem Canon 2,8 70-200mm, mit dem Sigma und sogar mit einem 70-200mm 4,0 Canon, was ich besessen habe, und die Bilder einfach mal verglichen. Ich muss sagen, hervorragend, absolut genial das Objektiv. Es hält wirklich das, was es verspricht. Zum Bouquet des Objektivs möchte ich gar nicht erst anfangen, etwas zu erzählen, denn da gehen die Geschmäcker halt auseinander. Was mir an dem Objektiv aufgefallen ist, im Grunde dieselben Sachen wie auch bei dem 100-400mm, was ich dort in dem Video schon erklärt oder erläutert habe, besser gesagt. Zum einen die Sonnenblende wieder aus Hartkunststoff. Sie hat auch hier unten so eine Öffnung zum Aufschieben, so dass man an einem Objektiv plus Sonnenblende und einen Polfilter nutzen kann. Ich finde, bei dieser Sonnenblende, da ist diese Öffnung etwas besser gelungen, weil die schiebt sich nicht alleine auf, die ist recht fest. Eine gute Arretierung, was bei dem 100-400er nicht der Fall ist, was ich dort auch ein bisschen bemängel. Die Verarbeitung des Objektivs ist genauso wie bei dem 100-400er. Hervorragend, absolut nichts zu mäkeln. Man kann natürlich auch wieder hier bei dem 50-140mm der Blendenring, und dass es auch nur zwei Einstellungen für den Bildstabilisator gibt, entweder an oder aus. Was ich nicht so gut an dem Objektiv finde und auch mein einziger Kritikpunkt ist, ich finde es ziemlich widersinnig, wenn ihr mal schaut, an so einem Objektiv eine so große Stativfußauflage dran zu montieren. Im Gegensatz zu dem 100-400mm. Ich habe jetzt noch mal die Stativkopfwechselplatte hier drunter, aber ihr könnt es vielleicht auch sehen, finde ich diese dann für so eine Brennweite zu klein geraten. Also wenn ich das mal so halte, rechte Seite hier bei mir das 100-400mm, linke Seite das 50-140er. Also da, ich weiß nicht, was Fuji sich dabei gedacht hat. Ja, ich habe es natürlich mal versucht, bin auf die Idee gekommen, die Stativschelle, den Stativfuß von dem 100-400er an das 50-140er dran zu montieren. Ha! Das hat natürlich nicht funktioniert. Die Stativschelle oder den Stativfuß von den beiden Objektiven zu wechseln. Ja, ist auch kein Wunder. Der Durchmesser oder der Umfang
beide Objektive sind unterschiedlich und das funktioniert nicht mit den Schräubchen und wie gesagt mit dem Durchmesser oder dem Umfang des Objektivs. Das 100-400 mm kam, glaube ich, zuerst auf den Markt und da haben viele Kunden dann bemängelt, dass der Stativfuß zu klein ist. Dann hat Fuji das 50-140er herausgebracht, hat es gut gemeint und einen großen Stativfuß dort dran montiert. Ja, was soll man dazu sagen? Ich finde es überaus klasse von Fuji, dass Fuji auf Kundenwünsche eingeht, sofern es die Vielzahl der Kunden wünscht. Und das macht kein anderer Hersteller auf Kundenwünsche eingehen. Was ich nicht verstehe, also da ist Fuji wirklich auf einem sehr guten Weg, ohne großartig jetzt Werbung für diese Marke, für diese Firma zu machen. Aber andere Hersteller könnten sich da eine kleine Scheibe von abschneiden, denn wir, die diese Geräte benutzen, damit arbeiten und damit fotografieren, müssen die Geräte ja auch bei den Herstellern kaufen und wir wollen das kaufen, was wir auch nutzen, was wir gut finden. Also da ist Fuji wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. So, mein Wunsch an Fuji, wenn ihr dann noch einmal ein neues Modell auflegt von dem 100-400er, einen größeren Stativfuß dort dann anbringen oder bei einem Nachfolgermodell von dem 50-140 mm einen etwas kleineren, wo ich dann sage, dass da viele Fujianer liebevoll, wie ich sie nenne, wie ich mich ja jetzt auch dazu zähle, mir zustimmen, dass das vielleicht eine sinnvolle Neuerung oder Änderung wäre. Vielleicht schaut ja auch einer von den Fujianern, von den Fuji-Leuten zu. Mein Wunsch als Kunde wäre, wenn es irgendwie machbar ist, einen Stativfuß, ihr habt da so eine tolle Möglichkeit, das abzuschrauben, dort vielleicht für das 100-400 mm ein Zubehörteil, einen Zubehörfuß rauszubringen, der etwas größer ist. Da gibt es sicherlich Abnehmer. Ich bin auf jeden Fall einer, der das dann sich zulegen würde. Ich würde es auch ganz gerne mal testen. Also wie gesagt, wenn einer von Fuji zuschaut, mein Video hier sieht, meine E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme blende ich hier unten mal ein. Also ich würde es ganz gerne mal testen und dann auch ein Feedback dann darüber schreiben, fotografieren unter realen Bedingungen und dann auch natürlich ein kurzes Video darüber machen. Also ja, Fuji, wenn da einer das von euch seht, schreibt mich ruhig an, ich würde mich freuen. Aber wieder zurück zu dem Objektiv. Ich nehme es wirklich sehr gerne in der Hand, um damit zu fotografieren. Und genauso wie mit dem 100-400 mm bin ich auch in den letzten Wochen viel unterwegs gewesen und habe mit dem 50-140 mm fotografiert. Und einige der dabei entstandenen Fotoaufnahmen möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und zeige euch diese jetzt mal im Anschluss.
Und auch mit dem 50-140 mm bei einer Blende von 2,8 kann man ohne Probleme den 1,4er Konverter nutzen. Ihr seht es, es ist wie bei dem 100-400 mm eine wunderbare Einheit. Es bildet eine schöne Einheit. Das Objektiv, der Konverter, die Kamera. Ich kann es immer nur wiederholen, wie bei dem 100-400 mm. Es kommt einem vor, als wenn es ein Objektiv ist. Und ist der Autofokus bei dem Objektiv ohne Konverter schon sehr schnell und auch präzise, nimmt der nicht ab, wenn ihr den 1,4er Konverter zwischen Objektiv und Kamera schraubt. Ich habe das Objektiv jetzt an meiner X-T3 getestet. Und wie ich gerade gesagt habe, der AF, der ist wirklich präzise und auch sehr schnell. Wie es mit anderen Fuji-Kameras ist, kann ich noch nicht sagen. Da arbeite ich noch dran. Und es kommt auch darauf an, wie ihr im Menü der Kamera dort die Einstellung für den AF eingestellt habt. Ich zum Beispiel habe bei den folgenden Aufnahmen, die ich euch zeigen möchte, von den Graureihern im Flug, die Kamera auf Serienbildfunktion eingestellt, den Autofokus auf kontinuierlich und in der Kamera, was wirklich hervorragend bei Fuji funktioniert, die Gesichtserkennung. Schaut euch die Bilder an, es klappt wirklich hervorragend. Ihr habt gerade an den Bildern gesehen, dass es funktioniert hat. Vor allen Dingen, ich bin begeistert mit der Gesichtserkennung, die eigentlich für Porträtfotografie ja geschaffen wurde, habe ich damit Vögel, also die Graureiher im Flug, fotografiert. Bemerkenswert, es hat funktioniert. Finde ich absolut genial und ja, was will man mehr? Bis zum nächsten Mal und habt Spaß mit der Kamera in der Hand. Euer Alexander.